Das sowjetische Raumfahrtprogramm bescherte der Menschheit nicht nur technische und wissenschaftliche Fortschritte, sondern prägte auch die Geschichte der menschlichen Raumfahrt signifikant. Aber was genau waren die Meilensteine dieser, sagen wir mal, abenteuerlichen Geschichte? Wie immer, vielen Dank fürs Einschalten, ich hoffe, euch gefällt's. Begonnen hat das Raumfahrtprogramm mit dem Start des ersten Erdsatelliten Sputnik Adin, der im Oktober 1957 die Erde verließ. Er war nicht nur der erste künstliche Erdsatellit, sondern gleichzeitig leitete er das Zeitalter der menschlichen Raumfahrt ein. Gestartet wurde er vom sowjetischen Weltraumbahnhof Baikonur, der sich im heutigen Kasachstan befindet. Noch heute ist er der größte Raketenstartplatz weltweit. Bis ins Jahr 2050 ist er von Kasachstan an Russland vermietet und steht unter der Verwaltung der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos sowie der russischen Luftwaffe. Zeitgleich baut Russland ihren eigenen Weltraumbahnhof Kosmodron Vostochny in der Amur-Region, gut 100 Kilometer östlich der Grenze zu China. Dies, um den jährlichen Mietausgaben an Kasachstan zu entweichen. Nur kurze Zeit später, also am 3. November 1957, wurde das erste Lebewesen in die Umlaufbahn der Erde befördert. Die Hündin Laika, ein deutscher Kläffer, wurde im Rahmen der Mission Sputnik 2 ins All gebracht. Leider verstarb sie aber vermutlich an zu hoher Temperatur und dem daraus folgenden Stress. Trotzdem, das Gedenken an ihr wurde in Form von diversen Briefmarken, Zigaretten und Schokoladen auf dem gesamten Globus ausgeübt. 1961 schickte die Sowjetunion den ersten Menschen, Juri Alexejewitsch Gagarin, ins Weltall. Er wurde vor allem wegen seines ruhigen Temperaments aus den 20 möglichen Kandidaten ausgewählt. Am 12. April 1961 absolvierte der 1,57 Meter große Pilot mit dem Raumschiff Vostok 1 seinen spektakulären Raumflug und umrundete dabei nach knapp 110 Minuten einmal die Erde. Vielleicht mit Stress, aber auf jeden Fall ohne Überhitzung konnte er erfolgreich landen. Er traf wieder im Wolga-Gebiet in der Nähe der Städte Saratow und Engels auf die Erde. Noch heute findet jährlich eine kleine Feier am Landeort statt. Die Stadt Gagarin im Westen Russlands wurde zu Ehren des Astronauten benannt. Im Bereich der bemannten Raumfahrt lag der Schwerpunkt dann seit den 1970er Jahren bei den orbitalen Raumstationen Salyut und später der Mir, übersetzt ins Deutsche Welt. Weiterhin gab es seit den 1960er Jahren bemerkenswerte Erfolge bei der unbemannten Erforschung des Mondes und der Venus. Die unbemannten Missionen zum Planeten Mars waren dagegen größtenteils Fehlschläge. Viele Details der Programme wurden aber erst seit dem Ende der 1980er Jahre und nach dem Zerfall der Sowjetunion bekannt. Die sowjetischen Ressourcen an Mensch und Material gingen mit dem Zerfall der Sowjetunion im Wesentlichen an die russische Raumfahrtagentur Roskosmos über, die viele der bisherigen Projekte fort- und neue in Gang setzte. Zum Teil geschah dies in Zusammenarbeit mit der Ukraine, Kasachstan und anderen GUS-Staaten, die früher Teil der UdSSR waren. Um die im Intro gestellte Frage zu beantworten, hier die wichtigsten Meilensteine. 1953 die erste Interkontinentalrakete ERSEM, 1957 erster Satellit Sputnik Adin, ebenfalls 1957 erstes Lebewesen in der Umlaufbahn der Erde, wie erwähnt Hündin Laika in Sputnik 2, 1959 erste harte Mondladung in Lutnik 2, ebenfalls 1959 erste Bilder von der Mondrückseite von Lutnik 3, 1960 erste Lebewesen, die lebend zurückkehrten, Hunde Belka und Stelka in Sputnik Pjat, 1961 erster Mensch im All und in der Erdumlaufbahn, Juri Gagarin in Vostok 1, 1963 erste Frau im All, Valentina Tereshkova in Vostok 6, 1965 folgte dann der erste Ausstieg in den Weltraum, Alexei Leonov bei Voschod 2, 1966 erste harte Landung auf einem anderen Planeten, Verena 33 auf der Venus, 1970 erster Roboter und erstes Fahrzeug auf dem All und auf dem Mond, Lunokhod 1, 1971 erste harte und erste weiche Landung auf dem Mars, Lander von Mars 2 und Mars 3 und 1986 die erste dauerhaft bemannte Raumstation, Mir, welche die Erde bis 2001 umkreiste.
Abhängig der Nachfrage kann ich gerne auch ein Video zur US-amerikanischen oder zur deutschen Raumfahrt machen. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf einen Kommentar oder eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.